Freunde, 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 was machen die denn da? Yo, was geht ab, meine Freunde? Met hier am Starten. Herzlich willkommen zurück zum Karrieremodus mit Tottenham. Und heute machen wir weiter, Freunde. Zu Beginn möchte ich direkt mal ansprechen, dass der Karrieremodus am Samstag nicht kommen wird. Der wird nämlich schon am Freitag kommen, weil wir am Samstag ein anderes Video noch geplant haben für euch. Also seid gespannt. Ich denke, am Freitag werde ich den Karrieremodus gegen 17 Uhr wieder raushauen. Ich werde es zumindest probieren. Ansonsten, wie gesagt, gerne Facebook etc. auschecken. Falls da irgendwie eine andere Planung kommen sollte, werdet ihr es da zuerst erfahren oder über Snapchat. Da seid ihr wirklich up to date dann informiert. Und ja, heute machen wir weiter. Ihr habt euch entschieden, dass ich Lazio und Southampton spielen soll. Und dafür werden Newcastle und West Brom simuliert. Und ihr könnt jetzt auch schon unten in der Beschreibung abstimmen über Straw Poll, welche Spiele wir spielen sollen. Wir haben Stoke City auswärts. Entschuldigung, dann haben wir West Brom auswärts, was ich komisch finde, weil wir innerhalb von 2 Wochen zweimal gegen die spielen. Und dann haben wir Watford und Crystal Palace. Und wie ihr sehen könnt, haben wir auch die Transferphase. Und in den Infokarten habe ich ja eine Umfrage für euch, wo ihr abstimmen könnt, auf welcher Position wir einen Transfer tätigen müssen. Und die Position, die am meisten gewählt wird, werde ich dann versuchen nochmal zu verstärken, beziehungsweise dann irgendwie einen Tausch mit irgendeinem Spieler, der jetzt nicht so oft spielt, vielleicht zu machen. Also das wird so mein Plan sein, weil momentan haben wir nur 4 Millionen Transferbudget, was natürlich mau ist, weil wir alles ausgegeben haben vorher. Und ja, das ist der Plan, Freunde. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Lasst einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefällt. Und ich würde sagen, gehen wir ins erste Spiel. Ja, Freunde, das ist unsere Aufstellung gegen Lazio Rom. Während ihr euch diese ein bisschen angucken könnt, möchte ich kurz auf die Kommentare eingehen. Und ich glaube, Top-Comment war, bringt doch den Karrieremodus 3-mal die Woche. Das haut momentan zeitlich nicht hin. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen und vielleicht können wir es irgendwann auch mal ändern. Aber momentan bleibt es erstmal bei 2-mal die Woche, sodass Patrick 2 Videos bringt und ich 2 Videos bringe. Und ja, wie ihr sehen könnt, da ist die Aufstellung. Wir rotieren, weil wir in der Europa League schon durch sind. Und damit die Leute am Wochenende halt nicht müde sind. So Leute wie Bale, Kane etc. pp. Und ich würde sagen, let's go. So, Freunde, da sind wir. Stadio Olimpico gegen Lazio Rom. Es geht an sich um nichts mehr, deswegen pfeift doch der Lars. Und er spielt bei uns jetzt nicht, weil er auch ein bisschen müde war. Er war ja angeschlagen, falls ihr euch erinnert, und shit, ich habe was vergessen. So, Freunde, da ja Alassa Maxima spielt, müssen wir auch natürlich die Perücke tragen, beziehungsweise ich. Und ja, schauen wir mal, was wir hier reißen können. So, Freunde, Basta mit dem Fehlpass, Onoma passt auf, da ist Alassa Maxima. Der Ball weiter auf Bentaleb. Bentaleb jetzt auf Alassa Maxima und da ist der Pfosten. Und das Tor. Und das Tor wird Alassa Maxima so gut geschrieben? Nein. Alter, Alter, was war das denn? Was war das denn? Bam! Freunde, Freunde, was ist das? Stefan de Vrij, der Holländer, 0 Tore in der Europa League. Ich würde sagen, er hat da jetzt heute was dazu beigetragen, dass er eins hat. Chadli, auf Alassa Maxima, wieder auf Chadli. Chadli. Was machen wir? Chadli immer noch am Ball. Chadli! Und der Ball ist drin, Freunde. Was ist denn hier los? Lazio Rom total von der Rolle. 14 Minuten gespielt. Chadli macht das Ding rein, Freunde. Und wer hat natürlich aufgelegt? Da ist er, da ist er, da ist er. Der hat ihn natürlich vorgelegt. Alassa Maxima. Ja, okay, vorgelegt. Er hat ja vorher zugespielt. Und dann ein kleiner Lauf von Chadli und unten links platziert rein. Da hat Dingen. Und das ist sein, ich glaube, oh doch, erstes Tor, Nader Chadli. Boom, was ein Start. Guck mal, wer da bereit steht. Alassa Maxima. Alassa Maxima, macht die frisch. Alassa Maxima, immer noch am Ball. Alassa Maxima, immer noch am Ball. Der Ball wird geblockt. Oh, Lazio, Philippe Anderson. Anderson, wird er schießen. Und Formmuster. Boah. Das war eine Glanztat, da musste er ran.
Boah, das hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, er ist drin, nachdem ich so schlecht verteidigt habe. Aber jetzt hat er ihn gefangen. Jetzt sollten wir auch in die Halbzeit gehen, denke ich. Halbzeit in Rom, Freunde. Und wir liegen 2-0 vorne. Nach dem einen Tor von, ja, Chadli und das Eigentor, was ich immer noch nicht so ganz verstehen kann, von Lazio, liegen wir 2-0 vorne. Ich denke, das ist in Ordnung. Und da sollten wir genauso weitermachen. Candreva. Antonio Candreva, was macht er da mit uns? Und die Flanke kann er annehmen und er setzt ihn vorbei. So, da ist Chadli. Chadli, jetzt die Flanke. Ist noch maximal Stand, glaube ich, im Abseits, aber egal. Mason, was ein Tor! Was ein Tor, Freunde! Mason zieht mal ab und das Ding zappelt im Netz. Guckt euch das Ding an, Dropkick quasi ins Tor. Und der war richtig nice. Okay, der war jetzt nicht so platziert, glaube ich. Schauen wir nochmal hier. Ah, geht so, aber trotzdem geiles Tor. Hat sich geil angefühlt. Und Mason macht das 3-0 auswärts bei Lazio. Und das Spiel ist auch zu Ende, Freunde. Wir gewinnen auswärts bei Lazio. Und es war höher als gedacht. Vor allem mit der Rotationself, sag ich mal. Und hier könnt ihr sehen, Lazio hatte dann doch ein paar Schüsse, aber wir waren richtig gut in diesem Spiel. Hat wirklich Bock gemacht. Mason mit einer 7,8. So kann's weitergehen. Freunde, ich bin gerade hochgegangen, weil die Post gekommen ist und es ist was Besonderes gekommen. Endlich, Freunde. Ich freue mich so sehr auf dieses Trikot. Ihr könnt's nicht glauben. Das wird auch wahrscheinlich ins Thumbnail kommen. Boah, das ist richtig geil, Freunde. So, das tun wir erstmal in den Müll. Freunde, das ist doch mal geil. Das ist doch mal geil, oder? Das neue Türkei-Trikot. Und Hauptsache mal so viel Papier dabei. Und mein Mülleimer ist schon wieder voll. Boah, Freunde, das Trikot fühlt sich richtig geil an. Ich bin so in EM-Feeling, Stimmung, whatever. Das ist mega geil. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja sehen und ich kann euch das absolut nur empfehlen. Und ich habe es jetzt bei Sports Direct bestellt und es hat 65 Euro gekostet. Und da muss man sich auch was gönnen, vor allem in Richtung EM. Hier seht ihr mein altes Trikot noch, ganz altes. Ich habe noch ein anderes Nike, also das ist jetzt mein viertes Türkei-Trikot, glaube ich, oder drittes. Und geil, ja, können wir direkt so weitermachen. Boah, ey, ich weiß nicht, irgendwie ist das echt ein geiles Trikot. Ich freue mich, jetzt habe ich das Deutschland-Trikot mit Özil. Nur ich weiß nicht, die konnten halt nichts beflocken. Und das ist das Problem bei den türkischen Trikots. Irgendwie kann man bei denen, keine Ahnung, ich weiß nicht, es geht irgendwie nie, was richtig zu bedrucken, auch in den Shops. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es irgendwo hier in der Nähe original beflockt kriege mit einem Spieler meiner Wahl. Wir spielen jetzt gegen West Brom Albion und ja, hoffen wir, dass wir die Simulation hier für uns entscheiden können. Wir spielen mit der gewohnten Formation. Gegen Southampton werden wir was anderes probieren, hatten wir schon gesagt gehabt. Und hoffentlich wird das hier gut gehen. Heimspiel sollte ein Sieg drin sein. Und was ist das denn? Die verschießen Elfer, machen dann das 1-0. Das ist natürlich richtig bitter, wenn wir hier zu Hause verlieren sollten. Und das wollen wir eigentlich nicht. Denn Harry Kane macht das 1-1. Kommt schon, Freunde. Das kann ja wohl nicht das Ende sein vom Lied. 80. Minute ist rum. Come on, wir spielen 1-1. Und somit rutschen wir auf Platz 4 ab, Freunde. Und sind jetzt 7 Punkte hinter Chelsea. So, Freunde, bevor wir jetzt ins Spiel gegen Southampton gehen, ja, könnt ihr erstmal die Aufstellung sehen. Wir spielen mit der Dreierkette, die ihr euch letztes Mal gewünscht habt. Habe ich ja gesagt, dass wir es gegen Southampton machen, weil danach die Abwehrspieler sich auch erholen können. Und wir spielen Bale auf der linken Seite, weil viele auch kommentiert, oder einer der Top-Comments war, spiel mal Bale auf seiner ursprünglichen Position als Linksverteidiger, wo er bei Tottenham ja angefangen hat. Und das ist ja quasi jetzt linke Außenbahn. Er muss viel nach hinten machen jetzt. Und ja, ich denke, das ist so, sag ich mal, ja, so, damit ich auf den Kommentar eingehe, weil ich würde ihn ungern in der Viererkette hinten links spielen lassen. Da haben wir auch andere Spieler, die das spielen können. Und jetzt wollten wir sowieso mit einer Dreierkette spielen, dann passt das eigentlich ganz gut. Und NG und Kane sind vorne. Aber vorher werde ich jetzt noch 2-3 Fragen von Snapchat rauspicken, weil ich habe gesagt, stellt mir doch mal bitte Fragen. Und ich werde dann 2 bis 3 beantworten. Und das ist auch, glaube ich, für die Leute interessant, die jetzt das mit dem Snapchat nicht so mögen. Weil ist jetzt wie so ein Q&A, was ihr mir mich fragen wollt, beantworte ich jetzt. Vielleicht ist ja was Interessantes für euch dabei. Als erstes nehmen wir, Freunde, den Marcel-Konrad. Schauen wir mal.
kaufen? Wen will ich als Stürmer nächstes Mal kaufen? Also ich bin ehrlich, ich bin mit Kane, NG und Son Maxima vollkommen zufrieden, weil wir auch Bale vorne spielen lassen können. Und wir haben rechts Lamela, links haben wir Son, wir haben noch Chudley. Wir sind da wirklich in der Offensive an sich gut aufgestellt. Als nächstes haben wir einen Galatasaray-Fan, Freunde. GS-Mert38, ich denke, der ist ein Gala-Fan. Ich wollte fragen, ob du vielleicht mehrere Spieler von der italienischen, türkischen oder spanischen Liga holen könntest. Wäre toll und noch viel Spaß. Peace. Also er hat ein Gala-Trikot angehabt, habe ich glaube ich gesehen. Und er hat gefragt, italienische, türkische und spanische Liga, also aus diesen Ligen sollen wir einen Transfer tätigen. Werden wir mal schauen, je nachdem, was ihr jetzt entscheidet in den Infokarten, weil dann schaue ich mal, auf welcher Position ich da nachrüste. Als letztes nehmen wir heute den Emo de Best, Freunde. Almiti, aber ich wollte dich fragen, wie lange du noch die Tottenham-Karriere machen willst. Liebe Grüße, Emre. So, erstmal vielen Dank für die Frage, Emre. Das ist eine gute Frage. Also das ist jetzt unsere... Das ist ja eigentlich ein Karrieremodus. Wir haben mit Werder Bremen angefangen, das heißt, da haben wir die erste Saison gehabt, dann sind wir jetzt in der zweiten Saison bei Tottenham. Und je nachdem, wie ihr das möchtet, also ich bin ja so einer, ich möchte gern das machen, was die Mehrheit von euch machen würde. Und wir schauen jetzt mal, wie Tottenham die Saison läuft und dann schauen wir, ob wir noch ein Jahr Tottenham machen oder ob wir wieder wechseln, was natürlich ein bisschen doof wäre. Aber ich bin gerne, also ich bin so ein Typ, hier in FIFA zumindest oder auf YouTube, ich bin offen für neue Sachen. Deswegen, wenn ihr sagt, ey, fang was Neues an oder geh zu einem anderen Verein, dann bin ich auch wirklich offen dafür. Ich hoffe, diese Snapchat-Runde war jetzt ein bisschen informativer für die Leute, die auch kein Snapchat hier mögen in den Videos. Aber wie gesagt, ich finde es ganz cool, mit euch zu kommunizieren. Ich finde es auch cool, euch mal zu sehen. Und da hat auch jemand kommentiert, du kannst dir die Sachen ja auch privat angucken, du Pferd oder so und sowas. Aber ich möchte euch ja mit einbauen und das ist immer auch ganz cool, weil viele wollen ja auch mal ein Teil vom Video sein. Und das ist genauso, wie man sich sehen würde. Man spricht miteinander, man macht mal ein Foto. Wenn wir gerade ein Video machen, dann nehmen wir euch gerne auch mit rein, also dass ihr vielleicht jemanden grüßen könnt oder sonst was. Also sowas ist halt ein Teil davon. Deswegen regt euch bitte nicht so sehr auf. Ich sehe gerade, mein Bild ist nur rot, weil da der rote Pulli liegt. Und hier rot, da rot, mein Kissen rot, alles rot. So, Freunde, da sind wir dann auch schon St. Mary's Stadium und wenn ich mich nicht ganz irre, müssten die Sidemen in wenigen Tagen, ich glaube in einer Woche oder so, dritter, sechster, da ein Benefizspiel haben, also Road to Shore, KSI, Miniminter etc. pp. Aber ich bin mir nicht sicher, könnt ihr vielleicht mal kommentieren, müsste ich nochmal nachgucken, um 100% sicher zu gehen. Und wir spielen mit unserer, ja, ungewohnteren Formation, beziehungsweise jetzt das erste Mal mit Tottenham, mit der Dreierkette. Und schauen, wie es, ja, so abgehen wird. So, jetzt mal Bale. Wir spielen auf Clinton NG und nochmal auf Gareth Bale. Jetzt ein bisschen Platz für Bale. In der Mitte sehe ich schon Clinton NG. Clinton NG, wohin läuft der? Jetzt steht da Clinton NG und der Ball geht nicht ins Tor. Was? Was? Oh mein Gott. Oh, Bertrand, aber in der Mitte... Ist nur Pelle, aber den darf man nicht unterschätzen. Der ist für sowas ja quasi gemacht. Von seinem Körperbau her. Und jetzt Harry Kane auf Clinton NG. Clinton NG, den musst du machen, Junge. Was ein Elfer. Was eine Grätsche. War kein Elfer. Was eine Grätsche, wollte ich sagen. Nicht, dass jetzt wieder Leute sagen, was willst du denn Elfer haben? Das war eine richtig gute Grätsche. Aber war knapp. Southampton hat eine unglaublich hohe Passquote. Also... Die muss überragend sein, also die wird 100 pro über den 90er liegen. Und jetzt ist da auch Graziano Pelle. Boah, die spielen richtig stark und da sehen wir nochmal Goal Line Technology, das war richtig eng. Freunde, wie ihr sehen könnt, ist das die Halbzeitstatistik, die haben 88% Passquote, also jetzt nicht so hoch, wie ich gedacht habe, aber die spielen richtig gut. Und es ist schwer, Chancen zu erarbeiten gegen Southampton. Hoffen wir, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird. Weiter geht's. Eckball für Southampton. Wir müssen vorsichtig sein. Vorsichtig. Jetzt da außen hin. Jawohl. Und geh ab, Clinton. Clinton, geh ab. Clinton, geh ab. Jawohl. Und jetzt muss das Timing stimmen. Das Timing stimmt auf Lamela. Erik Lamela. Kontrolliert doch den Ball ein bisschen schneller. Lamela, was machen wir? Jetzt. Da ist Moussa Dembélé. 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 Oh mein Gott. Aber Dele Alli kriegt den Ball wieder. Come on, was ist da los? Oh nein, Juanmi. Oh nein, Shane Long. Shane Long mit dem 1-0, Freunde. Fuck.
Oh, mit der Hacke da und dann war er außen frei. Shit. Und ja, Shane Long macht ihn halt. Das kann er. Shit. Bale. Gareth Bale. Können wir reinziehen? Bale immer noch am Ball. Bale. Bale spielt ihn quer. Harry Kane. Oh mein Gott. Wie geht der denn bitte nicht rein? Ja, warum haut den flach rein? Mann, ich hab doch so fest geschossen. Freunde, was machen die denn da? Das ist die richtige Gang in FIFA. Nachdem wir nur 1-1 gegen West Brom spielen, verlieren wir in Southampton. Das ist echt unglücklich. Aber was will man machen, Freunde? Es war relativ ausgeglichen. Southampton, ja, nicht schlecht gespielt, aber ich kam hier wirklich nicht. Ja, wir hatten gute Chancen. Wir hatten richtig gute Chancen, aber die wollten nicht reingehen. Damit verlieren wir schon fast den Anschluss, Freunde, an die oberen Ränge. Wie ihr sehen könnt, ja, die anderen haben zwar auch nur 3 Punkte mehr, aber trotzdem bitter. Übrigens, Freunde, habt ihr recht gehabt, es hängt wirklich nur bei der Europa League und Champions League anscheinend. Und vielen Dank für die Kommentare, richtig nett von euch. So, Freunde, das letzte Spiel für heute simulieren wir dann auch gegen Newcastle United. Das müssen wir gewinnen. Es ist ein Muss. Wir dürfen nicht nochmal patzen hier in dieser Folge. Gegen Lazio lief alles gut, aber dann gegen Southampton und gegen West Brom leider verkackt. Und De Jong macht das 1-0. Wir liegen direkt mal hinten und ich mache was ich sonst nie mache, Skip. Und wir gewinnen ganz stark. Lamela dreht das Ding noch für uns. Und ja, Man United gewinnt, Chelsea gewinnt gegen Liverpool, okay. Sunderland gewinnt gegen Stoke, City gewinnt gegen Hull. Freunde, Eric Dier hat sich verletzt, wird für 2 Monate ausfallen. Aber ich denke, das werden wir irgendwie verkraften können. Wir haben ja auch Bentaleb, der da hinten, also der defensiv aushelfen kann. Und wir schauen kurz auf die Tabelle und wir können sehen, Chelsea 42, United 35, West Ham 35, City 34, Everton 33 und wir mit 32. Also wir sind 10 satte Punkte hinter Chelsea. Und ja, ich meine, wir haben noch nicht mal die Hinrunde rum, ne? Aber ist schon mal ein Polsterchen für Chelsea. Aber, oh, das wollte ich gar nicht, nochmal zurück. Ja, aber wir sind halt auch nur 3 Punkte hinterm zweiten. Das ist halt das Positive, was wir da rausziehen können, Freunde. Wir haben 4 Spiele bis jetzt verloren. Ah, 1 zu viel. Hätten wir das gewonnen, das eine, dann hätten wir auf 35. Aber so ist das, Freunde. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt abstimmen in den Infokarten und in Straw Poll. Und dann sehen wir uns wirklich beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Freitag, 17 Uhr um den Dreh. Folgt uns auf Snapchat etc. pp. Und Patrick hat ja jetzt auch Snapchat. Steht auch unten in der Beschreibung der Name. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.